Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier mal wieder ein schönes Kosmetikum von Rau Cosmetics. Ja, ist meine neue Lieblingsserie. Peu à peu kommt immer wieder ein neues Produkt dazu und ich freue mich da ganz doll drüber. Jetzt habe ich hier ein Gel, das Aloe Vera enthält als Hauptbestandteil. Aloe Vera befeuchtet die Haut, versiegelt die Oberfläche und hilft der Haut bei der Selbstheilung. Das ist eine ganz tolle Sache, ist auch sehr pflegend, desinfizierend. Bei gereizter Haut hilft auch bei Irritierungen an der Haut, zum Beispiel durch Sonnenbrand oder auch bei unreiner Haut ist das ein ganz tolles Mittel, um die Haut zu behandeln, um sie damit zu beruhigen und zur Selbstheilung anzuregen. Das Gel, ich zeige es euch mal kurz, sieht ganz toll aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Es wirkt, als wären da kleine Luftbläschen eingeschlossen. Aber das sieht nur so aus. Seht mal, wie ergiebig das ist, wie feucht das ist. Das war nur ein ganz, ganz kleiner Klecks. Ich trage das über die Hand so schön auf. Es dauert nicht lange, dann ist das eingezogen und man hat weiter nichts als ein feuchtes Gefühl auf der Haut. Ganz toll, richtig schön. Alles ist weg und die Haut sieht nicht trocken aus, nicht spröde. Sie ist einfach nur glatt, weil die Oberfläche versiegelt ist mit diesem Gel und darunter kann sie schön heilen, kann sich erholen und sich regenerieren. Der Duft, es heißt, es duftet nach Aloe Vera. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie Aloe Vera duftet, deshalb habe ich jetzt keinen Vergleich. Auf jeden Fall duftet es mild nach, ja, nach Pflanzen, blumig eben und sehr schön dezent. Ich finde es sehr schön, gefällt mir gut, fühlt sich gut an und darum empfehle ich das auch sehr gerne weiter. Der Preis ist wohl etwas hoch, aber gemessen daran, wie ergiebig das ist und wie wertvoll die Inhaltsstoffe sind, denke ich mal, ist das gerechtfertigt, kann man das akzeptieren. Wir haben hier eine Füllmenge von 50 Millilitern und wenn man das sparsam gebraucht, hat man sicherlich sehr lange was davon und schon erscheint der Preis einen auch nicht mehr ganz so üppig. Ich gehe immer davon aus, das ist immer so schwer einzuschätzen, ob ein Preis gerechtfertigt ist. Einerseits sehe ich, dass wir für manche Markenprodukte noch horrendere Summen ausgeben, viel Geld ausgeben und allein nur für den Namen und die Qualität muss ja auch nicht immer so perfekt sein. Und hier haben wir einen neuen Anbieter, einen neuen Hersteller. Die Firma Rau ist ja mir zumindest noch nicht so bekannt. Und sie stellt ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt auf den Markt und bietet das an. Nicht nur dieses, sondern die anderen Produkte von der Firma sind auch sehr schön, sehr empfehlenswert. Und ja, die Herstellungskosten und die Zutatenkosten, die sind nun mal da. Daraus kalkuliert sich ja ein Preis. Und wenn wir bei anderen, nur weil sie einen bekannten Namen haben, anstandslos einen hohen Preis in Kauf nehmen und einem solchen neuen Produkt gar keine Chance geben, ist das irgendwo aus meiner Sicht auch immer nicht fair. Deshalb sage ich, das muss jeder für sich entscheiden, ob er sich das leisten kann und leisten möchte. Oftmals liegt es eher daran, dass man es nicht kann. Und dafür habe ich volles Verständnis. Das finde ich sehr schade, dass nicht jeder das nutzen kann und auch einfach mal für sich gewinnen kann. Aber das ist ein Umstand, den hat es immer gegeben. Die einen können es, die anderen können es nicht. Und daran will ich den Wert dieses Produkts nicht messen. Ich sage einfach, es ist von der Qualität her diesen Preis wert. So, das war meine Meinung dazu. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund. Alles Gute. Tschüss.